Wichtigste Fall ist eigentlich dieser aperiodische Grenzfall. Dort muss gelten, die Diskriminante muss verschwinden. Und das ist gleichbedeutend mit, naja, Dämpfungsfaktor zum Quadrat minus Eigenfrequenz vom verlustfreien Schwinger zum Quadrat Wurzel drüber muss 0 sein. Das heißt, ja, der Dämpfungsfaktor muss der Eigenfrequenz entsprechen. Also das ist die Bedingung und dann verschwindet die Diskriminante. Jetzt haben wir viel Vorarbeit geleistet in diesen externen Videos. Ja, zum einen wissen wir, wie man die Differentialgleichung formulieren muss. Anders als in dieser Fachliteratur habe ich mich dafür entschieden, die Parameter zu vertauschen. Ja, bei mir ist eben hier a und hier b. In der Literatur sind die beiden andersrum. Ja, egal. Man kann das auch so sehen. Wir wissen, wie, ja, welche Nullstellen das charakteristische Polynom haben muss. Wir ziehen uns auch auf diese gewählte Notation, nämlich minus a plus minus i Wurzel über 4b minus a Quadrat. Ja, und multiplizieren wir hier hinten 1/2 dran. Gut. Wenn wir jetzt hier aus dieser DGL die entsprechenden Werte hier einsetzen, dann haben wir minus 2 mal Dämpfungsfaktor plus minus i Wurzel über 4 mal diese Eigenfrequenz minus 4 mal Dämpfungsfaktor zum Quadrat mal 1/2. Hier kann ich die 4 ausklammern. Man sieht, wenn ich die 1/2 damit verrechne, habe ich natürlich die 2, die dabei entsteht, aber ich kann ja hier dann teilweise radizieren, wenn ich die 4 raushol. 2 habe ich dann los aufgrund dessen. Genauso gut habe ich hier die 2 los. Also habe ich tatsächlich 2 identische Nullstellen. Ja? Okay. Nämlich minus Dämpfungsfaktor. Und für diese Version hier, ja, also 2 identische Nullstellen, habe ich ein externes Video angefertigt, wie da der Ansatz aussehen muss. Das sieht nämlich etwas merkwürdig aus, weil da ein Polynom mit dabei steht. Nämlich, wir müssen setzen, x von t ist gleich c1 mal t, und hier ist jetzt das Polynom, mal e hoch minus Dämpfungsfaktor t plus c2 mal e hoch minus Dämpfungsfaktor t. Warum man das hier so schreiben muss, ja, das habe ich im externen Video ausführlich erklärt. C1 und c2 ist frei wählbar, ja, das sind ja meine Konstanten. Ja gut, und somit haben wir unsere Lösung, ja. Das ist diese Lösung für den aperiodischen Grenzfall. Und der Unterschied zu dieser gedämpften Schwingung und zum Kriechfall ist jetzt der, dass wir hier ohne Schwingung und Kriechen in die Ruhelage zurückkehren, beziehungsweise zum Sollwert. Ja. Auf diesen aperiodischen Grenzfall bin ich beim Messen etwas genauer eingegangen. Ja, Spannung und Stromstärke messen. Dort wird der Fall hier angestrebt. Ja. Da geht es ja darum, ziemlich schnell vom Messgerät den Messwert zu erfassen. Ja. Ja, dann wählt man eben den Fall von der Schwingung her, der das begünstigt. Ja. Man muss dann eben unterscheiden zwischen diesen drei Fällen und entsprechend der Situation ist dann eben manchmal der aperiodische Grenzfall am günstigsten, ja, für das Projekt. Gut.